Boris Pistorius auf Truppenbesuch am Bundeswehrstandort im nordrhein-westfälischen Augustdorf. Der Bundesverteidigungsminister ist in seinem Element. Neben dem intensiven Austausch mit den Soldaten informiert sich Pistorius über die Leistungsfähigkeit der Leopardpanzer. Die Lieferung von insgesamt 14 Kampfpanzern der neuesten Version hat Deutschland der Ukraine zugesagt. Pistorius verspricht beim Panzerbataillon 203 in Augustdorf schnellen Ersatz. Ich habe der Truppe aber hier auch zugesagt, dass ich mich mit Nachdruck dahinter klemmen werde, die Nachbeschaffung mit 2A7 zu gewährleisten. Das braucht seine Zeit, das muss ich Ihnen nicht sagen. Pistorius verweist darauf, dass er wegen der Nachbeschaffung bereits Gespräche mit der Rüstungsindustrie geführt habe. Denn es geht letztlich auch immer und mehr denn je wieder seit dem Angriff Putins auf die Ukraine um die Bündnis- und Landesverteidigungsfähigkeit und Bereitschaft der Bundeswehr. Es ist eine andere Lage als vor dem 24. Februar 2022. Die Ausbildung ukrainischer Soldaten an den Leopardpanzern im niedersächsischen Munster beginne sehr kurzfristig, sagt der SPD-Minister. Es handele sich um eine Unterrichtung in den wichtigsten Fähigkeiten, nicht um eine vollwertige Ausbildung.